Ich bin selber jetzt ein bisschen überrascht. Das ist die erste Brezel, die ich mit geschlossenen Augen gemacht habe. Wollen den Amis zeigen, wie man in Bayern Brezen macht. Es ist so, dass wir am Tag ca. 2000 Brezen machen und das ist dann von den Wochentagen unterschiedlich. Freitag und Samstag und Sonntag werden mehr Brezen dann nochmal gebraucht, das sind es dann vielleicht am Tag 4000 und das ist so eine Größenordnung. Man sagt, früher musste der Bäcker die Hungrigen satt machen und jetzt muss der Bäcker die Satten hungrig machen. Der Teig ist ein sehr einfacher Hefeteig. Das Mehl, Salz, Wasser und die Hefe. Für mich ist es ganz wichtig, dass wenn man gutes Brot und gute Brezen backen will, dann braucht man gute Zutaten. Malzmehl ist aus Gerstenkörnern wird es hergestellt. Malz braucht man auch fürs Bier. Es schmeckt im Bier gut, aber es schmeckt auch im Weizenteig gut. So, dann haben wir die Hefe. Und das ist die Hefe. Reinzuchthefe, die wir geliefert kriegen, frisch. Wir machen dazu noch einen Vorteig, einen Weizensauerteig. Der Weizensauerteig bringt auch noch mal gutes Aroma in den Brezenteig und macht die Breze auch angenehmer zum Essen. Röscher, es ist ein feinerer Biss. Also ein Teil vom Wasser wird als Eis zugegeben, damit man die Teigtemperatur gut steuern kann. Der Teig, der Brezenteig, darf nicht warm sein, es muss ein kalter Teig sein. Also insgesamt 11 Minuten wird der Teig geknetet. Das ist der Brezenteig, ist ein Weizenteig, ein fester Weizenteig und er muss dehnbar sein. Wenn er diesen Zustand hat, dass er schön zieht, das Eiweiß, das drin ist, entwickelt sich wie Kaugummi. Und schmeißt jetzt den Teig oben in die Maschine. Nee, das ist jetzt nur das Erste, bis die Maschine richtig läuft. Die Breze ist das Bild der Seele des Bäckers. Und damit wir ein schönes Bild von der Seele machen können, braucht man einen schönen festen Teig. Ich bin Bäcker mein ganzes Leben lang. Meine Eltern waren Bäcker. Und ich bin als kleiner Junge mit 2 Jahren auch schon in der Backstube gewesen und habe schon ein bisschen irgendwo Brot geformt und meinem Vater zugeschaut beim Arbeiten. Ich bin Bäcker immer schon. Ich mache es eben so, einmal über Kreuz und rauf. Man kann es nicht so rum, sondern so rum. Anders verkehrt rum. Das kann ich aber nicht. Zumindest nicht schnell. Jeder Bäcker macht es ein bisschen anders. Ich denke, es ist schön, wenn Brezen handwerklich gemacht werden, wenn die vor Ort gemacht werden, da wo sie auch gegessen werden. Da müssen die Brezen jetzt in etwa eine halbe Stunde stehen. Warme, feuchte Luft wie in einer Sauna. Die Hefe kann sich entwickeln, die Brezen werden etwas größer werden. Dann kommen die Brezen in einen kühlen, und wenn sie gebacken werden, vor dem Backen, werden sie umgedreht. Dann kommt es in die Lauge und in den Backofen. So, das ist jetzt da drin. Seht mal, da ist die Lauge und da fällt das Salz drauf. Die Lauge muss eine spezielle Konzentration haben. Bei uns hat die Lauge circa eine Konzentration von 3,4%. Und Lauge ist eine ätzende Flüssigkeit. Das ist wirklich die Lauge, reagiert mit der Stärke vom Mehl. Im Mehl ist Stärke. Stärke ist ein Mehrfachzucker, ein Vielfachzucker, ein Polysaccharid. Und die Lauge spaltet dieses Polysaccharid in ein Monosaccharid, in Malzzucker. Und dieser Malzzucker kann im Ofen braun werden, karamellisieren, sagt man. Deswegen wird die Breze so braun. Und bei diesem Prozess, wo die Lauge die Stärke umwandelt in Malzzucker, verschwindet die Lauge. Und deswegen kann man das essen, ohne dass man Bauchschmerzen kriegt. Die Brezen sind jetzt, hier läuft die Zeit. Die Brezen backen so circa 12 Minuten in einem heißen Ofen, 240 Grad.
in der Backstube gibt es zwei ganz wichtige Jobs. Das eine ist der, der den Teig macht, und der andere ist der, der am Ofen backt. Ganz wenig im Ofen, es ist nicht eine große Herausforderung, am Ofen zu arbeiten. Aber in der Nacht, wenn alle drei Öfen voll sind und überall in jedem Ofen sind verschiedene Sachen drin, da muss der Mann, der am Ofen arbeitet, richtig gut aufpassen. Er muss immer alles im Blick haben. Also, jetzt sind die Brezen fertig. Eine Schaufel mache ich, den Rest machst du, okay? Eine Münchner Breze soll eine gerissene Oberflächenstruktur haben. Ich schaue mal, ich hole mal eine Breze und zeige die her. Hier, diese hellen Stellen, da ist die Breze aufgeplatzt beim Backen. An den dunklen Stellen ist die Lauge, an den hellen Stellen ist keine Lauge. Die Breze sollte innen saftig sein, außen ganz knusprig. Das ist, wenn man sie frisch aus dem Ofen mit etwas Butter isst, ist das ein wunderbares, schmeckt es wunderbar, man braucht sonst nichts mehr dazu. In der Produktion sind wir ca. 25 Leute, Gesellen, Meister und Lehrlinge. Quirin ist Lehrling im ersten Ausbildungsjahr, Oma ist Lehrling im dritten Jahr und Geselle, einer meiner wichtigen Männer. Klaus ist Bäckergeselle, bei mir schon viele Jahre, ein fleißiger und ein guter Mann. Und Eduardo ist aus Italien, er ist ein Koch und er ist ein Bäcker und er ist ein guter Fahrer und alles kann Eduardo. Der Bäcker hatte in München oder in Deutschland die Backstube häufig im Keller, weil der Keller ein billiger Arbeitsraum war, billig zu mieten. Und ich dachte auch, so soll es sein. Ich mache die Backstube im Keller und habe einen Laden. Und dann hat sich das Geschäft so entwickelt, jetzt habe ich 5 Läden. Wir sind alles zusammen ca. 100 Leute. Ein Großteil davon arbeitet im Verkauf. Länder, in denen gibt es keine traditionelle Bäckerei mehr, weil die Industrie die Fertigung übernommen hat und das Wissen, das traditionelle Wissen dann verloren gegangen ist. Und meine Lehrlinge lernen das Handwerk, wie es gehört. Vielleicht machen sie selber mal eine Bäckerei auf. Das würde mich sehr freuen.